Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um Windsglocke und die Quest mit Melly, die Wanderin, wo ihr ja die Zügel der Wanderin bekommen könnt. Hier einmal ein Bild von WoW Heads. Und da waren ja am Anfang viel Trubel um dieses Pferd und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden. Als allererstes, es steht ja dabei, dass man das Pferd 6-mal nach Hause schicken soll. Aber es steht nicht dabei, dass es 6 Tage hintereinander sein sollen. Also ihr müsst es insgesamt nur 6-mal finden. Es geht auch gar nicht hintereinander, weil es ist nicht immer da. Das ist nämlich der nächste Punkt. Es hieß am Anfang immer, es ist immer da und dann war es aber 2 Tage in der Basis, dann war es tagelang nicht auffindbar. Es ist mittlerweile gefixt worden. Also Windsglocke, die redet ja normalerweise mit uns und das macht sie jetzt nur noch, wenn das Pferd da ist. Wenn es nicht da ist, dann sagt sie keinen Ton. Es hilft uns auf jeden Fall schon mal bei der Suche. Dann habe ich euch mal hier die Karte eingeblendet. Da sind die ganzen Spots von Melly drauf. Ihr könnt die Koordinaten, die unten in der Info sind, auch über TomTom eingeben in den Chat. Und dann geht ihr einfach die einzelnen Punkte ab. Mehr ist das eigentlich nicht. Na? Wünsche euch viel Spaß beim Farmen. Ich habe es selber auch noch nicht. Ich habe es einmal habe ich bis jetzt erwischt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Video. Viel Spaß und bis bald. Tschüss.